Oft haben Paare nach der ersten wilden Verliebtheitsphase kein erfülltes Sexleben mehr. Kamasutra verspricht Abhilfe, funktioniert aber nur dann, wenn ihr es richtig angeht. Das wohl bekannteste indische Lehrbuch ist das Kamasutra. Aus dem Sanskrit übersetzt bedeutet Kamasutra Leitfaden der Erotik. Es wird oft missverstanden als ein Werk, in dem es nur um die Sexstellungen gehen würde. Es sind aber 7 Bücher und in einem Buch, genau genommen in einem Kapitel davon, geht es wirklich um die Stellungen. Und in dem Rest von dem Werk geht es um weit mehr als das. Der Genuss der Liebe steht nämlich hier im Vordergrund und dabei geht es dann auch um die Kombination von Seele und Körper. Wenn man Abwechslung beim Sex haben will, dann geht es ja nicht darum, möglichst alle Sachen ausprobiert zu haben, die es auf der Welt gibt, sondern es geht darum, bei dem Ausprobieren von Neuem wirklich Lust und Leidenschaft zu empfinden und zu fördern. Leidenschaftlicher Sex entsteht eben nicht durch eine bestimmte Sexstellung. Leidenschaft und Sinnlichkeit erreicht man durch ein rundum tolles Erlebnis. Und in dem Wort Sinnlichkeit steckt es eigentlich schon drinne, erreicht man nämlich, indem man alle 5 Sinne anspricht. Fangen wir mal mit dem Sehsinn an. Man kann zum Beispiel Kerzen aufstellen und hat dadurch schon ein angenehmes Licht. Oder man wählt auch so ein warmes, schmeichelndes Licht, zum Beispiel was Rötliches. Und dann kann man sich natürlich zum Beispiel so ein Kamasutra-Buch gemeinsam anschauen und sich auch damit auf die nächsten Aktionen einstimmen. Aus solchen Büchern kann man sich natürlich auch gegenseitig vorlesen. Und damit wären wir jetzt beim Hörsinn. Entweder die Stimme des anderen zu hören oder auch gemeinsam ein Hörbuch zu hören, kann besonders erregend sein. Ansonsten kann man sich natürlich auch über Stöhnen ein Feedback geben oder auch gemeinsam schöne Musik auflegen. Das kann auch sehr erotisierend sein. Damit kommen wir auch schon zum nächsten, und zwar dem Tastsinn. Natürlich kann man, ist ja auch naheliegend, mit der Hand den anderen erkunden. Man kann aber auch seinen gesamten Körper als Tastorgan nehmen, wenn man etwas mehr auf Tuchfühlung gehen will. Man kann einen Federkitzler nehmen, wenn man es eher sanft mag, und damit streicheln oder auch mal ein bisschen kitzeln. Oder auch einen Vibrator nehmen, der gibt ja auch ganz andere Körpersensationen. Wer es ein bisschen härter mag, der ist zum Beispiel mit einem Pedal gut beraten und das ist ja einfach eine Geschmackssache. Dann kann man natürlich auch noch Öl nehmen und damit den gesamten Körper oder auch den Intimbereich verwöhnen. Ein Öl oder auch eine Massagekerze kann also zu sinnlichen Ganzkörpermassagen eingesetzt werden. Darüber hinaus bieten sie aber auch den Vorteil, dass sie angenehm duften. Und damit wären wir schon beim Riechsinn. Wer seinen Partner noch anderweitig betören möchte, der kann ansonsten auch ein Parfum auflegen oder Räucherstäbchen anzünden. Und dann kommen wir zu guter Letzt noch zum Geschmackssinn. Es kann natürlich sein, dass einfach der Geschmack des Partners schon so betörend ist, zum Beispiel beim Küssen oder auch beim Oralverkehr. Man kann das Ganze natürlich noch unterstützen durch zum Beispiel abküssbare Puder oder auch Öle oder man nimmt Klassiker dazu wie Sahne oder auch Schokosoße. Natürlich bietet sich auch Obst an. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Erdbeere nimmt und sich dabei noch die Augen verbinden lässt, dann nimmt man den Geschmackssinn deutlich intensiver wahr. So ist es auch mit den anderen Sinnen. Also wenn man einen Sinn ausschaltet, egal ob jetzt eine Augenbinde oder auch Oropax, dann werden die anderen Sinne deutlich intensiver wahrgenommen. Das alles waren jetzt die Grundlagen, die einen guten Rahmen für Kamasutra schaffen. Und diesen Rahmen wollen wir nun füllen. Fangen wir einmal mit dem großen Wagen an. Ausgehend vom Doggy-Style auf der Bettkante steht er zwischen ihren Beinen, also hinter ihr, und hebt ihre Hüfte an. Sie kann sich dann mit den Unterarmen auf der Bettkante abstützen und streckt die Beine an ihm vorbei. Er hat dabei eine super gute Kontrolle über die Stoßbewegung. Das heißt zum einen die Vor- und Zurückbewegung, aber gleichzeitig auch die Höhe. Und damit hat er eine Kontrolle darüber, wie der Penetrationswinkel ist, also mehr zur G-Zone oder doch eher weiter nach hinten. Dann geht's weiter zur Wiener Auster. Wenn sich das Paar in der Missionarstellung befindet, kann sie auch ihre Beine angewinkelt auf seinen Schultern abstellen. Wenn sie ganz gelenkig ist, kann sie sogar hinten die Beine hinter dem Kopf verschränken. Und er kann zusätzlich ihr Becken anheben. Dadurch wird eine besonders tiefe Penetration möglich. Gleichzeitig verändert sich aber auch der Penetrationswinkel und damit wird die G-Zone deutlich mehr stimuliert, was bei der Missionarstellung sonst ja oft zu kurz kommt. Die dritte Kamasutra-Stellung, die wir euch vorstellen wollen, ist die Bootsfahrt. Anders als in der Reiterstellung sitzt sie aber diesmal seitlich auf ihm. Und wenn er an der Bettkante liegt, kann sie sogar neben ihm stehen und hat dadurch noch mehr Bewegungsfreiheit. Er hat auch Freiheit und zwar mit den Händen. Er kommt nämlich gleichzeitig an beide Seiten dran, sowohl die Rückseite als auch die Vorderseite. Und auch für Männer, die einen gebogenen Penis haben, kann diese Stellung sehr vorteilhaft sein. Denn je nachdem, in welche Richtung sie dann schaut, kann man gezielt die G-Zone stimulieren. Wir wünschen euch auf jeden Fall sinnliche Kamasutra-Erlebnisse und freuen uns, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt.